Was kann meine Freunde, so gesehen so, willkommen zu kleinen Commentary. Ja, im Hintergrund seht ihr ein richtig freshes Gameplay, meine Freunde. Eine 88:0 Nuklear mit dem Assault Case Trick, also eine Assault Nuklear. Mit der MP7er Spiel sieht man wirklich nicht oft auf YouTube, weil keine Ahnung, jeder bringt die VR in unseren Scheiß, kennt ihr ja die deutschen Motherfuckers. Ja, sorry, dass ich das so sage, aber ist so. Ja. Mit dem MP7 halt Schalldämpfer und schnelles Mac, glaube ich. Overflow, und das Geile ist, weil das war in 4 Minuten oder so, und ich bin, es waren 10 Tags schon eingenommen, das war ein Abschluss bestätigt. Es waren schon 10 Marken eingenommen, und dann bin ich erst reingejoint und hab's gemacht. Und ja, ich habe eigentlich so ein Video vorbereitet, und dann sehe ich gerade so, ich will es ja immer freischalten, weil YouTube halt mein Ding gesperrt hat, dass ich geplant hochladen kann, was ich nicht verstehe. Und deswegen muss ich jetzt das genau am Tag machen, wo ich es hochlade. Das mache ich eigentlich nie, weil ich bereite es immer vor und dann lade ich es hoch. Und ja, deswegen mache ich jetzt heute an diesem Tag ein Commentary. Ich wollte euch mal was sagen, also ich würde mich echt freuen, wenn ihr was in die Kommentare schreiben würdet, was ich kommentieren soll, weil mir fällt eigentlich gar nichts ein, was ich kommentieren soll, weil, keine Ahnung, das ist alles irgendwie scheiße. Weiß nicht, was ich hier kommentieren soll, und ich würde mich echt freuen, wenn ihr was in die Kommentare schreiben würdet, zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, in solche Stories oder so, also, mir fällt sowas einfach nicht ein. Und ja, zum Gameplay könnte ich noch sagen, das war auf der Play, der Spiel. Und ja, eigentlich was ich heute auch noch was sagen wollte, zu diesem neuen COD wollte ich eigentlich auch eigentlich was reden. Und ja, was ich finde, es ist ja nur der Singleplayer-Trailer, aber Singleplayer ist ja gleich nicht Multiplayer, ja. Ich freue mich schon, wenn ein neuer Trailer rauskommt. Wäre echt krass, wenn ein cooler Trailer dann rauskommt. Was sowas wie MB2 ähnelt, weil ich weiß nicht, ich würde so gerne MB2 Remake sehen, aber ich glaube, das wird nie kommen, und es wird doch nie so ein Game wie MB2 geben. Heutzutage kann man es auch kaum mehr spielen, weil erstmal sind Hacker, sogar auf der Xbox gibt es Hacker, die Verbindung ist scheiße, bei MB3 genauso, MB3 kann ich auch nicht spielen, es laggt die ganze Zeit auf Xbox, aber MB2 genauso. Wenn ich mal gute Lobby finde, werde ich die ganze Zeit weggetubt, was vorher nicht so war. Ich verstehe die Leute ganz ehrlich nicht mehr, Mann. Die Leute fucken ab, die Leute tun. In Black Ops 2 ist es genau dasselbe. Die Verbindung spackt auch extrem in dem Spiel. In jedem COD spackt die Verbindung irgendwie. Ich weiß nicht, was los ist. Ich habe gestern probiert, hier Ding, ein paar Gameplays aufzunehmen, also live zu machen und so ein Scheiß. Jedes Spiel dreimal, es leckt die ganze Zeit. Wie soll ich sowas erspielen, Mann, wenn ich die ganze Zeit hin und her ruckle? Auf einmal schieße ich auf den Gegner und bringe mich selber mit C4 um. Ja, ich muss sowas erzählen. Ich habe auch Blaser gespielt, habe in 2 Minuten eine 27er Gunstreak gemacht, richtig schnell, mit dem MP7. Und dann werfe ich so der C4 nach vorne, ich sehe es, dass es ganz woanders ist. Und auf einmal tötet es. Wegen dem Lag ist es wie ein Boomerang-Effekt zu mir gekommen und hat mich umgebracht. Das verstehe ich jetzt nicht, was ist das für ein Scheiß? Was ist das wirklich für ein Scheiß, Digga? Ich habe mich so aufgeregt, Leute. Wo ich gespielt habe, Alter. Ich bin 3 oder 4 Mal kurz vor Nuklear verreckt, weil ich die ganze Zeit irgendwelche durch Lags oder so sterbe. Weil ich einfach, keine Ahnung, Mann, ich wäre viel bessere Spieler, ich würde viel mehr Gameplays und so machen, wenn ich eine bessere Connection hätte, weil ich verliere manchmal jeden Nahkampf. Weil wenn ich auf den Gegner schieße, so ein Deutscher oder so, so ein Deutscher zum Beispiel, ich schieße auf den Gegner und ich schieße als Erster, wisst ihr, und dann sterbe ich einfach. Das ist, keine Ahnung. Und Leute, eigentlich ist das Gameplay auch gleich vorbei. Und jo Leute, 88:0. Ich würde mich über ein Like freuen, über einen Kommentar. Und jo Leute, bis zum nächsten Mal. Abonnieren und so nicht vergessen. Jo, ciao dann, Leute. Hunderstaffel in Bereitschaft.